Guten Abend, Sachsen. Hallo, Deutschland. Ich grüße die Welt. Mich hat heute mal nach Burgstedt verschlagen, um auch hier den Spaziergang zu begleiten. Und die Leute haben sich jetzt hier schon versammelt, mit unter anderem auch, um gegen den Wahnsinn, den diese Politik momentan in Deutschland abzieht, ihren Unmut kundzutun. Wenn man zum Beispiel jetzt ganz neu erfahren hat, dass die Außenministerin und nigerianische Expertin für Stoffwechselendprodukte eine E-Mail nach Afghanistan geschickt haben soll, aus der hervorgeht, dass gefälschte Pässe mit einem Visa zu versehen seien, damit diese Migranten hier Deutschland überfluten können, dann ist auch das ein Grund, warum die Leute hier in Deutschland auf die Straße gehen. Im sachsen-anhaltinischen Landtag zum Beispiel gab es einen Tumult, weil der Landtagsabgeordnete Oliver Kirchner herausgefunden hat, dass eine Grüne mit einem Neonazi verheiratet ist und der auch noch in der Fraktion angestellt ist. Das muss man sich mal vorstellen. Was sollen wir uns hier eigentlich in unserem Land noch gefallen lassen? Und ich mache es jetzt mal einfach ganz kurz, bevor diese Außenministerdarstellerin wieder auf irgendeine blöde Idee kommt und uns in den Krieg zerren will, rufe ich hiermit den ersten Weltfrieden aus. Und ich möchte euch hier auch heute die Bilder zeigen aus Burgstedt. Die Leute haben sich versammelt.